Wir starten heute sofort durch. Es gibt eine Menge wieder abzuarbeiten bei euch hier im Reich der Pflanzen. Wir kommen jetzt zu der Monstera variegata hier. Wir haben jetzt hier tatsächlich wieder mal einen braunen Fleck im Weißanteil. Ist aber jetzt nicht ganz so tragisch, denn das ist das ganz alte Blatt in dem Sinne von dem Stecki selber. Und aus dem Stecki ist ja der Bereich hier komplett herausgewachsen. Hier kommt auch schon eine Wurzel, die jetzt in die Erde möchte, ins Substrat in dem Sinne. So, wir werden heute das Ganze mal cleanen. Einfach nur, um mal wieder Gewissheit zu haben. Manchmal sollte man das einfach machen. Ne? Gerade jetzt auch bei so jungen, ja, Setzlingen, sage ich mal, Kleinpflanzen, ne? Die noch nicht richtig durchwurzelt sind. Da sollte man das auch tatsächlich ab und zu einfach mal machen. Und hier im mineralischen Substrat ist das hier überhaupt kein Problem. Und von daher machen wir das heute mal. Ja, da kommt auch gut was raus. Ich halte das mal eben hoch, dass man das mal sehen kann. Ja. Da kommt gut was bei weg. Also spülen wir es nochmal durch. Mit dem Rest, was ich jetzt noch hier drin habe, mit Leitungswasser tatsächlich auch. Die Monsteras vertragen das. Natürlich nicht kontinuierlich, ganz klarer Fall. Aber so ab und zu ist das, tut man denen da auch mal was ganz Gutes mit. So, jetzt düngen wir das sofort hinterher. Hier bei 1000 Mikrosiemens. Allerdings jetzt auch hier im Durchspülverfahren. Denn das Ganze ist ja jetzt mehr oder weniger verringert, ne? Weil wir jetzt alles raus, ne? Und jetzt haben wir nur Leitungswasser drin im Prinzip und jetzt kommt Dünger dazu und das vermischt sich ja dementsprechend. Von daher gießen wir auch hier ein paar Mal durch und lassen das auch mit durchlaufen in dem Sinne. So, ja, es ist so, ne? Manches, oh, jetzt muss ich aufpassen, gleich läuft mir der über. Kleines bisschen passt noch. Gut, auf, ich nehme ihn mal eben hoch hier und gieße das mal just das weg. Ja, gut, man zielen kann, ne? So, okay, dann haben wir das. Jetzt kommt das nächste, nämlich, und zwar packen wir hier Urgesteinsmehl bei. Da haben wir schon gute Erfahrungen mitgemacht bei manchen Pflanzen. Ist jetzt nicht zwingend für alle geeignet. Jetzt das Urgesteinsmehl, was wir verwenden, das erhöht den pH-Wert tatsächlich auch. Aber hier bei solchen Schätzchen ist das schon mal ganz gut. Ja, nicht zu viel, bisschen ist okay. Und dann gießen wir jetzt auch nochmal durch hier, damit das jetzt ins Substrat mit reinkommt hier. Und deswegen jetzt auch erstmal ohne Untersetzer, sondern halt im Durchlaufen, ne? Weil kannst du besser arbeiten. Als wenn du jetzt Untersetzer hast, dann läuft er voll, dann läuft er über und hast du nicht gesehen. Deswegen auf die Art und Weise natürlich wesentlich besser. So, okay, also jetzt haben wir sie ordentlich versorgt und lassen uns mal überraschen, wie sie drauf reagieren wird. Allerdings werde ich den braunen Anteil jetzt hier rausschneiden. Großzügig. Dann fällt das irgendwann auch gar nicht mehr auf. Da guckt gar keiner mehr hin dann. Aber wenn das Braune siehst, da guckt jeder hin. Ne? Von daher, das mal heute als erste Pflegemaßnahme hier bei der Monstera. Und dann zeige ich euch jetzt auch mal kurz, wie das Stecki aussieht. Das wird ihr mal sehen können. Oder das kann man so schon ganz gut erkennen. So, ich will ein kleines bisschen heller stellen. Ich drücke mal eben auf Automatik. Ja, das macht er von alleine dann. Und dann drehe ich das Ganze auch mal ein kleines bisschen. Oh nee, nee, ich gehe dahin. Moment. Wenn ich jetzt hier einfach drehe, dann fällt er mir gleich vom Tisch. Nein, um Gottes Willen. Das wollen wir ja nicht. Ne? Also, dann drehe ich den mal vorsichtig. So, da kannst du jetzt die neue Wurzel sehen, die dann jetzt ins Substrat reinwächst. Und dementsprechend können wir später, wenn die Pflanze etwas größer geworden ist, das Ganze dann auch wieder abtrennen und separieren dementsprechend. Ne? Und dann kann der Stecki wieder neu rauswachsen. Aber so weit sind wir noch nicht. Momentan interessiert uns am meisten, wie das aussieht mit dem Weißanteil. Was beeinflusst das Ganze, dass man das Weiß behält in dem Sinne, ne? Und nicht braun wird? Okay, Weißanteil ist immer empfindlich, ganz klarer Fall, wissen wir alle. Aber wir wollen ja versuchen herauszubekommen, ne, wie kann man das hinbekommen, dass das eben nicht mehr passiert, dass es weiß bleibt. Ne? Gut, ist jetzt ein altes Blatt, nicht ganz so tragisch. Dann wollen wir mal gucken, wie der neue Bereich sich dann dementsprechend entwickelt. Auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, auch wenn es ärgerlich ist manchmal. Ne? Denn man möchte es ja doch schick haben, ne? Also in dem Sinne, so wie es jetzt ist, ne? Grün-weiß und nicht grün-weiß-braun. Okay. Und damit hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Ganz kurz vorab, ich hoffe nicht, ich habe es wahrscheinlich nicht erzählt. Wir haben hier 1000 Mikrosiemens drin, definitiv. Ne? Hälfte Leitungswasser, Hälfte Osmosewasser, aufgedüngt bei 1000 Mikrosiemens mit dem Compo Complete. Und wir haben jetzt Urgestein zum dazugeben. Das ist soweit jetzt schon mal ganz gut versorgt. Ich gieße mal einen kleinen Schluck rein hier, dass ich gleich nochmal messen kann, wie das aussieht da drin. Vorab hatten wir Mikrosiemenswert 800 und pH-Wert 6,8.
Das rein theoretisch war das soweit ganz okay. Aber eben irgendwie doch nicht, ne? Weil hier war noch kein Urgesteinsmehl mit drin. Das ist aber noch experimentell. Ich kann es noch nicht behaupten, dass das dann jetzt besser läuft. Voraussichtlich wird es so sein. Aber das müssen wir noch abwarten, weil sie wachsen ja auch relativ langsam. Und bis man da ein Ergebnis sehen kann, auch bei den anderen Pflanzen dementsprechend, wird es noch eine gewisse Zeit dauern. Aber wir kriegen das schon noch irgendwie hin. So, ich glaube, jetzt habe ich alles erzählt, was ich sagen wollte dazu, ja. Okay, dann messe ich noch mal kurz nach. Wir kommen gleich zu einer nächsten Variegata. Und zwar zu einer Efeutute. Die haben wir von der Daniela, glaube ich, geschenkt bekommen. Muss gleich mal gucken. Das ist von der Kerstin, glaube ich, die Pflanze hier. Ich hoffe, ich habe das jetzt nichts Falsches erzählt. Gut, 958 Mikrosiemens, kannst du jetzt natürlich nicht sehen, ne? pH-Wert brauchen wir jetzt noch nicht messen, weil es aktuell gerade erstmal neu gestartet ist. Das wird jetzt ein bisschen dauern, bis das reagiert miteinander. Aber da braucht man keine Bange haben, da wir ja Urgesteinsmehl drin, da wird der pH-Wert relativ hoch sein. Und die Monstera mögen das tatsächlich. So, dann kommen wir jetzt to the next project. Das ist die Pflanze, von der die Dani die Stecklinge abschneiden durfte. Ich zeige mal eben, wie die so aussahen. Diese hat, oder hatte, das weiß ich gar nicht. Ne, auch hier sehen wir Weißanteil mit Braunanteil. Und okay, da arbeiten wir drauf hin. Aber worum es hier geht, das Ganze ist eine Efeutute. Und das ist halt eine Mutation. Und diese Mutation hat halt den Weißanteil. Und da schauen wir heute etwas näher hin, denn hier werden wir weiter dran arbeiten gemeinsam, um das Projekt jetzt in dem Sinne voranzubringen. Wurzeln sind ausreichend da, mehr als genug, und auch Austrieb ist gegeben. Das heißt im Klartext, wir werden sie heute einpflanzen. Ja, hat wunderbar geklappt hier, auch recht schnell, muss ich sagen. Dann mit der Bewurzelung, das ging ratzfatz im Gegenzuge zu der Marble Queen hier. Die will ja überhaupt nicht so wirklich, ne? Die lässt sich mega viel Zeit. Ich hatte das Wasser schon mal gewechselt, nur noch reines Wasser drin. Um zu gucken, ob es dann vielleicht schneller geht, aber naja, ist so wie es ist, nehmen wir auch mit, ne? Kostet ja nichts. Von daher gehen wir jetzt hier an dieses Projekt etwas näher dran. Wir schauen uns zunächst mal ja, das Gesamtbild an, würde ich sagen, ne, bevor wir dann ins Detail gehen. So sehen die beiden jetzt aus. Das ist einmal hier mit dem grünen Blatt. Ich weiß nicht, ob da ein Weißanteil mit dran war oder nicht. Der Austrieb sieht auch relativ grün aus, hat gute Wurzeln ausgebildet. Und hier dann das panaschierte Blatt. Und hier kommt der Austrieb, so wie es aussieht, tatsächlich auch schon etwas heller heraus. Ja, okay, also wir werden sie dann dementsprechend gleich einpflanzen. Was wollte ich denn jetzt gemacht haben? Ach so, hier logisch, ne? Weiß Bescheid, ne? Besser ist das. Einmal kurz nass machen die Geschichte hier, damit sie uns nicht vertrocknen. Und in dem Zuge gucken, was das jetzt hergibt mit der Holzkohle, was wir hier drin hatten, weil das sollten wir dann auch mitnehmen. Ich stelle den schon mal rein hier. So, dann haben wir hier schon mal den Mikrosiemenswert, dass wir den wissen. Hier kommen wir auf 260 Mikrosiemens, das ist also okay. Du musst mal sauber machen. Das ist soweit okay. pH-Wert ist relativ hoch jetzt hier mit der Holzkohle. Wir liegen hier bei 7,4. Und trotz alledem sind sie wunderbar bewurzelt. So, das nehmen wir heute einfach mal mit. Nebenbei. Okay. Es geht los, ganz famos. So, hier unten haben wir ein bisschen Holzkohle drin, alles noch im Experiment, ganz klarer Fall. Ich werde jetzt beide zusammen reinpflanzen, denn der grüne hier, der wächst wesentlich kräftiger als der weißpanaschierte. Inwieweit hier jetzt tatsächlich aber das Ganze, wie soll ich es jetzt sagen? So, ja, austreiben wird, wenn wir gucken, ne? Hier haben wir jetzt eine relativ kleine Wurzel, deswegen, wie gesagt, packe ich sie jetzt beide hier rein. Ich muss gerade mal gucken, der geht ungefähr auf die Hälfte. Dann kann ich hier schon mal was reinfüllen. Ich bräuchte nicht mehr unbedingt festzuhalten. So, kleines bisschen noch. Ich pflanze jetzt so Unterstützung mit rein, weil er kräftiger wächst und dementsprechend mehr verbraucht hier aus dem Substrat heraus. Deswegen pflanze ich ihn mit dazu. Und dann wird das Ganze so ein bisschen unterstützt, weil hier das Würzelchen, das dauert doch ein bisschen arg lange, bis das hier, ne, richtig durchwurzelt ist. Und da ist die Pflege dann nicht ganz so einfach. Und dann ist schon besser, wenn man einen dazu hat, der kräftig was raussaugt. Das meine ich damit. Ich hoffe, ihr habt es einigermaßen verstanden. Okay, jetzt muss ich auch ein bisschen flott machen hier, dass uns die Wurzeln nicht vertrocknen, beziehungsweise das Substrat hier dem Wurzel nicht das Wasser entzieht. Den Saugwurzeln vor allen Dingen, weil das wäre nicht so gut. Von daher müssen wir hier auf jeden Fall jetzt einmal flott arbeiten. So, komm, zacki bum, zacki bim, zacki bam. So, ich gieße das jetzt ganz schnell einmal durch. Jawohl, genau. Wir nehmen gleich die Düngerlösung am besten auch hier bei 500. So,
Das spülen wir gleich nochmal richtig durch. Nur habe ich jetzt schon mal ein bisschen Ruhe. Ne? Da ist man nicht so hibbelig, als wenn man da Angst haben muss, dass da irgendwas passiert. So, wunderbar. Ja, also der Austrieb sieht schon recht hell aus. Ich ziehe das gleich mal ein bisschen näher dran, dass wir das nochmal sehen können, gegebenenfalls, wie das ausschaut. Aber wie gesagt, ich werde jetzt nochmal kräftig durchspülen, das Ganze. Kräftig, hier bei der 500er Variante dementsprechend. Ich hätte jetzt auch Leitungswasser erst nehmen können, nur ich habe dummerweise gerade vergessen, die Kanne voll zu machen. Deswegen mache ich das jetzt einfach so, das geht auch. Ne? Also ist schon eine coole Sache hier mit dem Durchlauf, ne? Mit dem Sieb, mit dem Tontopf. Ein paar Löcher durch. Kannst auch Kunststoffuntersetzer in dem Löcher reinbohren. Geht genauso, gibt es in verschiedensten Größen. Ne? Coole Sache. Richtig genial. So, da brauchst du keine Angst haben, wenn du jetzt ständig was durchgießt, dass das immer mehr Nährstoffe werden. Ne? Ist nicht so. Das läuft raus, ne? Ganz klarer Fall. Das häuft sich jetzt hier extremst an. Von daher ist das auch hier durchaus denkbar und möglich, nicht nur, sondern machbar. So, okay, jetzt habe ich ein ganzes Liter hier durch und dann wollen wir mal gucken, wie das Schätzchen wächst. So, jetzt muss ich noch gucken, dass ich einen Docht finde von Lechuza. Den Topf, den habe ich schon gefunden, aber den Docht, den habe ich noch nicht. Okay. Ich habe ihn gefunden. So, den Docht habe ich gefunden. Wir gucken gleich noch näher dran, weil das ist eine coole Geschichte. Da muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich bei Holzkohle unten drin hier. Dann drehen wir das Ganze beim Rein. Ja, genau, das klappt wunderbar. Perfekt. So, ich habe so einen hohen Topf gewählt, weil ich da gute Erfahrungen mitgemacht habe. Sehr gute Erfahrung. Ja, auch hier an der Wand haben wir einige Töpfe. Tatsächlich der, der und der nicht. Aber die beiden hier auf jeden Fall. Und der auch. Hier genau. Drei haben wir schon in hohen Töpfen, weil du hast einfach mehr Wurzelraum zur Verfügung. Ne? Deswegen. So. Okay, jetzt befüllen wir das Ganze. Jawohl, ganz genau. Hier werden wir auch tatsächlich ein bisschen Urgesteins mit dabei machen. Und ja, besser ist das einfach. Ne? Nicht viel, einfach so ein bisschen drüber streuen hier. Nicht zu viel. Weniger ist auch hier tatsächlich mehr. Wie viel Maximum wir nehmen können, weiß ich noch nicht. Da probieren wir so ein bisschen was aus nach und nach. Ne? Also da können wir es auch schön durchgießen hier das Ganze ein bisschen. Rest lassen wir einfach hier reinlaufen. Das ist übrigens auch einfach bei diesen hohen Töpfen, sag ich mal, weil du kannst die Gießkanne so dran halten, ne? Und dann kannst du das so reinlaufen lassen. Ist dann wesentlich einfacher. Zack, bumm, voll. So, einfach ist das. So. Und jetzt schauen wir uns mal den Austrieb etwas näher an. Denn wenn das auch wieder funktionieren würde, ne? Wäre eine coole Sache. Wollen wir mal gucken, ob uns das gelingt. Das wäre echt mega cool. So, einmal Display drehen, einmal runterfahren. Und dann holen wir uns das jetzt näher ran. Hier sehen wir jetzt den Austrieb von der weiß, also von der panaschierten Form von dem Blatt. Und ich glaube, man kann es erkennen. Das Schätzchen hat jetzt tatsächlich schon eine kleine Panaschierung hier. Richtig cool. Ich zeige mal zum Vergleich das andere Pflänzchen oder den anderen Austrieb in dem Sinne. Hier, der ist also richtig grün in dem Sinne. Mal gucken, ob der auch noch panaschiert wird, aber das ist nur mal abwarten. Aber hier läuft das von Anfang an, interessanterweise. Also auch hier. Ne, das Blatt, wenn das panaschiert ist, darüber abschneiden, drunter abschneiden und dementsprechend bewurzeln. Und der Neuaustrieb aus dem Auge ist dann, ja, man kann jetzt nicht sagen in der Regel, aber bei uns ist das bisher jedes Mal so passiert, dann tatsächlich auch panaschiert. Okay. Zum Vergleich schauen wir uns die Syngonium nochmal. Syngonium Alba variegata nochmal an von gestern. Hier haben wir eine Abmosung schon gemacht. Vorher hatten wir damals die Pflanze abgeschnitten, also den Kopf oben. Und auch schon in der Vermehrung. Und wir haben das über dem weiß panaschierten Blatt, was man sieht, dieses hier, darüber abgeschnitten und das ist jetzt aus dem Auge wieder herausgewachsen, auch wieder panaschiert tatsächlich. Also du musst nicht, wenn du so eine Erscheinung hast, über und unter dem Blatt abschneiden und versuchen zu bewurzeln. Du kannst es an der Pflanze dran lassen, schneid über der Panaschierung das Ganze ab und lass es dann von dem Blatt her aus dem Auge wieder herauswachsen. Und dann hast du mit etwas Glück oder vielleicht auch generell, mal sehen, ja, bei uns ist es bisher generell so passiert, deswegen sage ich das so. Dann eine neue panaschierte Pflanze und kann sie dann später dementsprechend abmosen oder abschneiden und bewurzeln, wie auch immer. Dass man das also auch mal kurz nochmal augenscheinlich mitnehmen kann. Und wir kommen zur nächsten Variation, Variegata-Form. Das sind unsere Peperomia Raindrop. So. Um den Zusammenhang zu verstehen, hole ich gleich den Kopf noch hier hin, denn der fehlt hier noch. Ja, manchmal ist das so, manchmal fehlt der Kopf einfach, ne? Weiß Bescheid. Geht mir genauso. Ja, weil das ist nämlich das Projekt, wo wir also augenscheinlich sehen können,
was entsteht oder was passiert, wenn man dementsprechend das halt so macht, wie wir es jetzt auch hier gemacht haben, mit der Panaschierung. Denn eigentlich ist es eine grüne Pflanze gewesen. Hm? Ja, siehst du wohl. Gucken wir uns gleich an. Ich mache aber erstmal kurze Pause, besorge auch erstmal neues Wasser, damit ich hier gleich ordentlich weitermachen kann mit euch. Ja, das ist schon eine coole Sache, ne? Dass, wenn man das weiß, das wusste ich ja vorher auch nicht, ne? Das haben wir einfach mal so in Erfahrung gebracht oder wir wurden auch darauf hingewiesen teilweise tatsächlich von Zuschauern, die diese Erfahrung halt schon gemacht hat, ne? Und von daher ist das eine mega coole Sache. Das ist übrigens jetzt der Kopf hier von der wieder, ne? Also ja, so kann es gehen, ne? So kannst du von Kopf zu Kopf kommen, lol. Womit fangen wir jetzt an? Wir sehen jetzt drei Pflanzen hier und alle drei sind eigentlich eine Pflanze. Also, wir fangen mit der Mutterpflanze an. Nein, das ist nicht die grüne, sondern das ist diese hier. Das ist die Mutterpflanze. So, dazu erklärt, ganz kurz, muss ich mal rumgehen hier. Wir haben hier eine panaschierte Form damals gehabt, dieses Stück hier. Und das hat immer so abwechselnd, mal ein panaschiertes, mal ein grünes, ne, mal ein panaschiertes Blatt. Und dann ist es hier einfach nur noch grün weitergewachsen. Und das ist der Teil da vorne. Der Teil. Der ist einfach in grün weitergewachsen, nicht mehr panaschiert. Also die Panaschierung hat definitiv aufgehört. So, okay, was haben wir dann gemacht? Wir haben die Pflanze abgeschnitten. Jetzt siehst du, es ist schon zweimal geschnitten worden. Das erste Mal wurde sie hier abgeschnitten. Und das ist eben der Grünteil, den wir jetzt gerade gesehen haben. Warum haben wir ihn dort abgeschnitten? Weil hier noch ein panaschiertes Blatt gewesen ist. Das ist dieses Blatt jetzt hier. Das ist das gewesen. Wird jetzt auch so ein bisschen bräunlich. Pass mal auf. Und dann haben wir die Pflanze rauswachsen lassen. Ich drehe das noch ein kleines Stück. Haben die Pflanze herauswachsen lassen. Und das ist jetzt diese Pflanze hier. So, die hat kein grünes Blatt mehr bekommen. Nur noch panaschierte Blätter. Das muss ich ein bisschen drehen hier. Nur noch panaschierte Blätter. Ne? Aus einem panaschierten Blatt, aus dem Auge, ist diese Pflanze herausgewachsen. Und die ist, wie gesagt, kontinuierlich jetzt panaschiert am Wachsen. Ja, also das ist schon mal eine sehr, sehr, sehr coole Erscheinung, muss ich sagen. Richtig genial. Wir haben das Schätzchen da nämlich hier abgeschnitten. Das ist dann jetzt dieser Schnittpunkt hier, den du hier sehen kannst, ne? Um sie zu vermehren. Und das ist dann jetzt hier wieder am Austreiben, das Ganze. Hier kommt das nächste Blatt hinterher. Der Austrieb ist natürlich erstmal ganz klein und die Blätter werden so nach und nach dann dementsprechend später wieder größer. So, aber wir können jetzt sehen tatsächlich, dass also aus einer Grünpflanze eine panaschierte Pflanze werden kann. Das heißt allerdings, wir haben damals eine Grünpflanze, eine solche, vermehrt durch Blätter, Blattstücke. Und die sind alle grün gewachsen, außer eine Pflanze, die ist panaschiert, mit einem panaschierten Blatt herausgewachsen. Und dann fing die Geschichte damals an. Ne? Und dann ging es halt panaschiert, grün und so. Und dann wurde es immer nur noch grün. Und dann haben wir reagiert und haben über einem panaschierten Blatt das Ganze abgeschnitten. Achso, das Blatt kannst du jetzt natürlich gar nicht mehr sehen. Das ist ja schon weg. Genau, das Blatt ist schon weg. Aber wir hatten sie hier abgeschnitten über einem panaschierten Blatt. Aber das Blatt, das gibt es gar nicht mehr. Ist so, ne? Ja, das gibt es gar nicht mehr. Aber ist so damals gewesen. Ja, okay, also, ne, wenn du eine Panaschierung irgendwo hast und es geht ins Grün nur noch über, dann schneid über der Panaschierung weg und dementsprechend wächst das Ganze dann panaschiert heraus. Und das interessanterweise kontinuierlich, ne? Nicht grün panaschiert, sondern tatsächlich kontinuierlich panaschiert. So, das heißt jetzt im Klartext, wir haben das Ganze aus einem grünen Blatt hervorgerufen. Das Ganze, ne? Also diese Pflanze hier, aus einem grünen Blatt. So, dann haben wir damals die panaschierten Blätter, die hier gewachsen waren, schon versucht zu vermehren. Hat relativ gut geklappt. Allerdings, kurz erwähnt, sie hat nur weiße Pflanzen hervorgebracht und grüne Pflanzen hervorgebracht. Und die weißen sind natürlicherweise kaputt gegangen. Die haben es ja nicht geschafft. Ne? Den grünen, na gut, konnte ich nichts mehr anfangen. Jetzt ist es aber so, dass ja der Pool in dem Sinne, Genpool, noch nicht stabil war. Denn wir hatten ja bei dieser Pflanze grüne Blätter, panaschierte Blätter und dann nur noch grüne. Und das panaschierte Blatt war wahrscheinlich noch nicht stabil in dem Sinne. Und daher werden wir heute nochmal einen neuen Versuch starten und jetzt aus einem panaschierten Blatt von dieser Pflanze hier Nachkommen ziehen und mal gucken,
ob die dann tatsächlich wieder grün oder weiß oder panachiert oder wie auch immer herauswachsen. Weil das mit so das Interessanteste bei der ganzen Geschichte überhaupt, ne, wenn man so eine Vermehrung macht, wenn man ja das Glück hat halt einfach, ne, dann herauszufinden, wie geht es dann denn weiter in dem Sinne. Ne? Okay, auf jeden Fall eine mega coole Geschichte, die kennen wir ja schon lange Zeit, verfolgen wir schon lange Zeit. Und wie gesagt, das ist der Kopf davon, ne? Von der Pflanze hier, der Kopf. Und der ist so mächtig heftig gewachsen. Die wächst tatsächlich auch am allerbesten, steht am hellen Fenster, jetzt muss ich gerade mal überlegen, Süden ist in diese Richtung, das heißt, das wäre dann West, genau, Westfenster, die steht am Westfenster. Ja, und dort wächst sie tatsächlich am allerbesten von allen, die wir haben, von den Peperomia Raindrops. Tatsächlich. Das ist also schon mega coole Erscheinung. Insgesamt sowieso bei der Pflanze. Da muss ich eine andere Brille aufsetzen. Sonst schwimmt bei mir alles. Dass die so große, kräftige Blätter hat, ne? Das ist schon. Das ist Wahnsinn. Das ist schon verrückt. Und vor allen Dingen auch die Erscheinung, wie sie wächst vom Habitus her. Ich hatte es ja schon mal gezeigt vor kurzem. Sie verzweigt sich hier tatsächlich auch, ne? Sie bildet im Prinzip eine Krone aus hier. Das kenne ich so auch nicht. Die anderen, die wir haben, die sind alle immer nur nach oben gewachsen. Die haben gar keine Verzweigung gemacht und der Kopf hier, der macht das. Und der hat also ein richtig stabiles Stämmchen auch, ein richtig dickes Stämmchen. Das ist schon eine mega coole Erscheinung. Vielleicht ist es auch in dem Sinne, ja, der Pflanze, wie soll man sagen, gegeben, weil sie eh was Besonderes war, ne? Dass sie dann dementsprechend auch ganz anders weiter wächst als die normalen Grünen in dem Sinne, weil sie hat ja vom Pool hier, vom Genpool, den Teil hier mit in dem Sinne, ne? Ja, mag man gar nicht glauben, ist aber so. Das stand hier oben drauf. Und dann haben wir es abgeschnitten. Das war damals ja so ein Stück vielleicht gewesen. Ne? Und das ist daraus gewachsen tatsächlich. Aber ist schon eine coole Sache. Wie gesagt, wir werden das jetzt starten. Ich gucke gleich mal, welches Blatt wir nehmen werden. Wie gesagt, wir nehmen das von der Pflanze hier jetzt, weil hier ist komplett der Pool drin. Ne? Hier wird alles panachiert. Hier natürlich auch, aber die Blätter sind noch zu klein. Und das Große möchte ich jetzt noch nicht abnehmen. Hier, das möchte ich noch dran lassen. Und von daher werden wir jetzt ein Blatt hiervon nehmen. Voraussichtlich tatsächlich dann auch das älteste. Muss ich mal gucken. Okay, ich mache mir kurz nochmal Gedanken und dann werde ich auch die Töpfe nochmal nachmessen, alle drei hier. Aber das mache ich auch alleine wieder. Und gegebenenfalls, wenn irgendwas Wichtiges ist, dann werde ich euch das sagen, erzählen. Aber das ist schon eine spannende Geschichte. Das ist schon der Hammer. Voll interessant, damals hatte sie weiß-grüne Blätter, so wie hier, ne? Und jetzt hat sie eher gelb-grüne Blätter. Auch das ist eine sehr interessante Erscheinung. Da versuchen wir auch noch herauszufinden, wo dran das liegt. Man kann das hier jetzt mal sehen, zwischen diesem Weiß rechts oben, ne? Und dem ganzen Weiß hier, was hier im Blatt gegeben war, das war identisch, ne? Und dann halt dementsprechend, ja, werden sie jetzt oder sind sie jetzt gelb-grün. Kann vielleicht am Dünger liegen. Mal gucken. So, wir kommen zu den Ergebnissen. Wir fangen mit dem Schätzchen an, hier mit der Mutter. Die hat jetzt einen pH-Wert von 6,4, Mikrosiemens-Wert von 750. Warum haben wir so einen niedrigen pH-Wert? A, das Substrat ist schon sehr alt, wurde sehr oft gedüngt, ne? Dementsprechend sinkt der pH-Wert. Aber wir hatten hier damals schon Eierschalen mit reingepackt und hatten einen pH-Wert von, irgendwo steht es auch drauf, glaube ich, 7,1 tatsächlich. Ne? Und trotz alledem, wir Eierschale hier mit drin haben, hier ist allerdings nicht viel drin, hier sind ein paar kleine Stücke nur mit drin, ist der pH-Wert definitiv wieder auf dem Rückzug, ist aber nicht ganz so schlimm, das ist noch okay bei 6,4, 6,3, ne? Das ist okay. Da wollen wir mal nicht meckern. So, aber trotz alledem müssen wir jetzt eingreifen, denn das ist mir dann doch zu wenig. Warum? Das sehen wir gleich bei den anderen dementsprechend. Das heißt, wir packen hier ein bisschen Urgesteins mit rein, nur kleine Spitze voll erstmal, nicht zu viel, ne? Nicht zu viel auf einmal. So, geht auch noch aus. Tatsache, das ist aber nicht nett von dir. So, lasse ich das mal einen Moment stehen. Dann kommen wir jetzt zu dem Kopf, zu dem Großen hier. Der hat einen pH-Wert von 7,1, Mikrosiemenswert von 400. Warum haben wir so einen hohen pH-Wert, trotzdem wir einen niedrigen Mikrosiemenswert haben? Ganz einfach. Ja, sowieso, weil der Mikrosiemenswert niedriger ist, dann ist der pH-Wert in der Regel auch höher. Aber die Pflanze steht im Badezimmer und ehrlicherweise, die kriegt manchmal auch eben einfach nur Leitungswasser, weil sie dort alleine steht, ne? Weiß Bescheid. Manchmal ist das so. Dementsprechend auch der relativ niedrige Mikrosiemenswert. So, dann kommen wir zu dem Schätzchen jetzt hier. Das ist unser Kopf, nicht? Doch, das ist der Kopf, genau. Der variegierte Kopf ist das. Der hat einen pH-Wert von 7,1 und 540 Mikrosiemens. Warum ist der pH-Wert hier so hoch? Weil das noch frisches Substrat ist. Und wenn das mineralische Substrat frisch ist, dann ist der pH-Wert in der Regel hoch. Das geht erst mit der Zeit, wenn das Substrat älter wird und kontinuierlich immer düngt, geht der Wert
vom pH, also der pH-Wert geht dementsprechend nach und nach runter. Und dann muss man gegensteuern, ganz klarer Fall. Wir versuchen es mit Eierschalen oder dementsprechend mit Urgesteinsmehl, um das mal herauszufinden, wie das dann tatsächlich so funktioniert. So, das dauert jetzt allerdings, bis der hier reagiert. Ja, der reagiert nämlich noch gar nicht. Also mache ich noch ein bisschen rein. Manchmal ist das halt so, ne? So, ja, bis das halt umschlägt, das dauert ein bisschen, ne? Aber nicht zu viel auf einmal. Von daher, ne? Vielleicht muss man auch ein bisschen Geduld mitbringen, manchmal, ne? Manchmal muss man einfach ein bisschen Geduld mitbringen. Ja, definitiv. Da verändert sich jetzt momentan gar nichts. Da verändert sich gar nichts. Das heißt, ich werde mal kurz sauber spülen nochmal, obwohl das eigentlich da noch nicht liegen kann. Aber wer weiß, ne? So. Ne, doch, jetzt steigt er. Jetzt ist er bei 6,4, 6,5. Also jetzt so langsam reagiert das Ganze. Es dauert also ein bisschen. Ne? Das Ergebnis hat man nicht sofort. Von daher auch da ein bisschen Geduld mitbringen einfach. Ne? Das heißt, ich werde jetzt wieder reinstellen, damit ich ein bisschen Platz kriege. Und dementsprechend später nochmal gucken, was hier Tatsache gegeben ist. Ja, das sind halt so Sachen, die sind manchmal vielleicht ein bisschen langwierig, ne? Aber doch wichtig, alles mitzunehmen. So, also, jetzt kommen wir dann tatsächlich zur Vermehrung. Im Versuch mal wieder, um zu gucken, wie dann die Pflanzen sich entwickeln. Okay. Also Kopfstecklinge dementsprechend wäre natürlich die einfachste. Oder ist die einfachste Variante. Das heißt, wir lassen die Pflanze einfach groß werden, schneiden den Kopf ab und dann wächst sie einfach so weiter. Ne? Oder auch Teilstücke dementsprechend dann. Aber mal gucken, ob das dann tatsächlich auch mit einem Blatt funktionieren kann. Wir starten mit dem Schnitt des Blattes. So, pass mal auf, das ist das älteste hier, hat recht wenig Grün. Dann nehmen wir das auch ab, würde ich sagen. Ne? Das andere, ja doch, komm. Jedenfalls können wir später nochmal einen Versuch machen. So, das ist jetzt Schritt 1 und damit geht es dann jetzt weiter. Ah, das ist schon eine interessante Geschichte. Ne? Wir starten mit einem grünen Blatt hier, weil hier können wir die Adern wunderschön sehen. Ne? Und aus diesen Adern, da wachsen die Pflanzen später heraus. Das ist ganz wichtig zu wissen für den Fall, dass man gezielt irgendwo eine Pflanze herauswachsen lassen möchte. Und man kann das Blatt auch unterteilen tatsächlich in mehreren Schnitten. Also nicht nur eins, sondern man kann ruhig auch durchaus mehrere machen. Ja, das kurz dazu, dass man sehen kann, so wo die Adern verlaufen. Weil hier kannst du das schlecht erkennen. Deswegen habe ich das jetzt mal als Beispiel gezeigt. So, wir können aber auch sie mit dem Stiel tatsächlich bewurzeln und eine Pflanze daraus wachsen lassen. Auch das ist möglich und das werden wir dann in dem Zug jetzt auch machen. Das heißt, wir lassen hier so ein kleines Stückchen dran, ne, und schneiden im Prinzip jetzt einmal hier das Ganze lang durch. So, dann haben wir den Teil nämlich schon mal, den können wir so mit Stiel ins Wasser legen. Und den Teil nehmen wir jetzt zur Vermehrung. So, wir werden das jetzt mal auch hier in zwei, drei Segmente unterteilen. Nicht zu schmal, dass also auch ein bisschen Saft drin ist in dem Ganzen. Ne? Nicht, dass das dann eintrocknet oder abtrocknet. So, einmal. Ja, kommt das Stück schneiden wir auch noch einmal lang durch. So, okay. Wie du gerade gemerkt hast, musste ich gerade ein bisschen überlegen. Ich war mir nicht ganz sicher, wo denn die Pflanzen rauswachsen. So, wir sehen jetzt die Schnitte sowieso gemacht. Fangen wir ein bisschen an der Spitze an. Hier ist dann dieser Schnitt, ne? Und hier wachsen tatsächlich die Pflanzen heraus. Und hier ist es dann ebenso, dass halt in dem Bereich die Pflanzen rauswachsen, aus den Adern, wo gemerkt, ne? Und hier dementsprechend hier. Das könnte wichtig sein für den Fall, dass du das Ganze, wie soll ich sagen, jetzt einsetzen möchtest in Substrat. Dann müsstest du das so rum reinsetzen, ne? Nicht so rum, weil da unten wächst nichts raus, ne, zur Spitze hin, sondern zur Pflanze hin. Gerichtet wachsen hier unten dann dementsprechend die Babys raus. Deswegen habe ich das gerade nochmal jetzt gezeigt, damit man das nochmal so sehen kann. Und jetzt muss ich überlegen, wo ich das Ganze jetzt hinbringe. Da gibt es nämlich verschiedene Möglichkeiten und ich suche mir jetzt mal eine aus. Einmal in Holzkohle. Das machen wir hier bei der Schnittstelle erstmal. Ich muss gerade überlegen, wir hatten es damals nicht gemacht. So, hier reines Wasser rein, ganz klar, da hat er geplündert. Reines Wasser rein. Ich habe das übrigens schon vor 3-4 Minuten gemacht. Ne? So, siehst du, die Holzkohle bleibt da also auch dran, die geht nicht ab. Das heißt, wenn es dieses Mal mal machen, nicht runterfallen hier, und werden auch die Schnittstelle hier, zumindest die, die ja dann gegebenenfalls ins Substrat oder wo auch immer reinkommt, dann auch mal hier reintauchen. Oben, die kann ruhig abtrocknen, dort ist dann nicht so wild. Aber die Stelle, die halt jetzt gleich in das Substrat reinkommt. Okay, da weiß ich auch, in welche Richtung die dann reinkommen. Ne? So.
Ja, ich möchte hier einfach auf Nummer sicher gehen, deswegen. Besser ist das, ne? Ach Mann. Was sagst du? Gegebenenfalls könnte man die auch nochmal trennen miteinander, ne, dass man hier dann mal die Hälfte durchschneidet im Prinzip so. Aber ne, umso mehr dran ist, umso besser, weil der Saft bleibt dann halt drin besser, ne? In dem Sinne. Auch hier gibt es viele Möglichkeiten. Rein theoretisch könnte man auch viele kleine Stücke machen. Gut, wenn man das dann nochmal ein bisschen effektiver macht, dann. Oh, so ein kleines Stück abgebrochen. Ja, okay. Es geht gleich weiter. Kurz am Rande. Nochmal mitgenommen. Dann zeige ich euch mal die Peperomia hier. Das sind die Watermelon. Dass man schon mal sehen kann, wie sich das tatsächlich hier aus den Blattstielen entwickelt. Ne? Wurzeln, jede Menge da. Pflänzchen im Moment noch nicht. Aber ist nicht so schlimm. Da warten wir einfach weiter ab. Auf jeden Fall, dass man schon mal mitnehmen kann, dass die Blattstiele also tatsächlich bewurzeln. Okay. Wir verwenden gleich den Tower hier, denn hier haben wir das Ganze mit Selbstbewässerung. Ne? Das ist eine coole Sache. Ich ziehe mal eben raus hier. So, dann wird einfach hier drauf gesteckt und dann können wir das Ganze kontrollieren. Wir können spülen oder wie auch immer. Ne? Ist dann einfacher tatsächlich. Ich mache allerdings erstmal eine kleine Pause und dann geht es hier gleich weiter. Ist doch ganz gut, wenn man zwischendurch mal Pause macht. Warum sage ich euch jetzt? Weil dann kann man sich nochmal in Ruhe Gedanken machen. Die Vermehrung durch Blätter, Blattstücke, ne, das ist möglich. Dann wachsen die Pflanzen raus, und irgendwann fallen sie um, weil sie einfach keinen richtigen Halt im Substrat haben. Kein Problem, rausnehmen, tiefer pflanzen. Aber ganz wichtig würde ich jetzt mal sagen, wenn du jetzt keine andere Möglichkeit hast, sie durch Kopfstecklinge zu vermehren, nimm Blätter, vermehr sie dadurch und dann wirst du später einfach Kopfstecklinge machen, wenn die Pflanzen gut gewachsen sind, so wie diese jetzt hier. Ne, die hängen jetzt hier runter und das wird nichts Vernünftiges, das müsste man rausnehmen, tiefer setzen, hast du nicht gesehen. Hiervon macht man dann ganz einfach Kopfstecklinge. Schneiden wir aber ein Stück ab hier, nehmen das Blatt mal hier ab. So, das könnte man jetzt wieder ins Wasser stellen und bewurzeln und dann wächst eine Pflanze raus. So, nehmen wir das Blatt auch nochmal ab hier. Und das Schätzchen jetzt, das können wir neu bewurzeln und später einpflanzen. Und dann hast du einen wunderschönen Kopfsteckling, der dann dementsprechend richtig schöne große Blätter hervorbringt und kräftig wächst. Im Topf steht auch dann. Das mal kurz nochmal am Rande mitgenommen. Okay. Ist so, mittlerweile haben wir schon so viel mitgenommen, da möchte ich euch das ja auch wiedergeben, mitgeben. Ne? So, jetzt haben wir den Kopf hier abgeschnitten, den lasse ich noch einen Moment liegen. Dann haben wir, lege ich das jetzt hin, das Ganze hier abgeschnitten. Ich habe mich gerade nachgesehen, ich habe das Schild gar nicht beobachtet. Das ist nämlich, sind die Pflanzen, die damals von dem Variegata-Blatt herausgewachsen sind. Ne? Also die sind tatsächlich alle grün rausgewachsen. Und deswegen gucken wir jetzt, ob es uns dieses Mal gelingt. Die Blätter, die halt jetzt herausgewachsen sind, oder die Pflanze in dem Sinne dann so weit zu vermehren, um ja das herauszufinden, ob es dann jetzt klappt. Ne? Von daher machen wir das jetzt einfach mal. So, wir bereiten das jetzt schon mal so weit vor. Wie gesagt, Docht ist hier drin. Ne? Acht mal gleich darauf, dass er nicht unten reinkippt. Und dann befüllen wir das schon mal. Dann machen wir das vorher so ein bisschen fertig, bevor wir die Blätter reinlegen. Dann ist das nämlich einfacher. Also ich halte die Dochte einfach mal ein bisschen fest. Denn auch hier müssen wir natürlich durchspülen, das Ganze, ganz klarer Fall. So nicht zu viel rein. Ja, ein bisschen kann noch. Ein bisschen kann noch. So. Jetzt legen wir die Dochte ein bisschen hin. Legen das ein bisschen drüber, das Substrat. Am besten an die Seite, die Dochte, links und rechts, wie man das jetzt sehen kann. Ich hoffe es mal. Ja, doch. Links und rechts, damit wir ein bisschen Platz haben in der Mitte. So. Noch ein kleines bisschen, aber nicht zu viel, wie gesagt. Und die Blätter ein bisschen auch noch rein. Ne? So, und dann spülen wir das Ganze jetzt schon mal durch vorab. Dann ist das gleich ein bisschen einfacher. So, hier nehmen wir auch reines Wasser, weil das Substrat ja einen relativ hohen pH-Wert hat. Ne? Von daher machen wir das anfangs mit reinem Wasser hier, um den pH-Wert dementsprechend nicht runterzubringen unbedingt, aber dass es dann später einfacher wird, dass sich das schneller, ja, wie soll man sagen, regeneriert nicht, sondern dass der pH-Wert relativ einfacher stabil zu halten ist dann oder zu regulieren ist. Ne? So, auch wenn ich nicht zu viel reingieße hier. So. Oh, ich bin wieder aufgeregt, ey. Es ist doch eine ganze Menge. Ne? Wenn man das ganz neu macht, das erste Mal macht oder so, dann ist das nicht ganz so wild, weil man fängt ja von klein an, ne? Mit Blättchen oder wie auch immer. Aber wir haben mittlerweile so viel schon gemacht hier, ne? Dass es dann doch relativ aufregend ist. So, ich spüle es dann nochmal durch. Allerdings muss ich nochmal Wasser abfüllen gerade. Das wird jetzt nicht ausreichen. Es ist besser, wirklich, wenn man das Substrat komplett einmal cleant. Ist besser, wirklich. Dann hast du es später wesentlich einfacher. Oh, ich sage es dir, du. Meine Güte, ey.
Das ist schon eine coole Sache, ne? So, aufpassen, wenn ich wieder zu viel reingießen hier. So, das sollte dann jetzt aber reichen. So. Ach so, jetzt müssen wir gleich bei dem einen Topf nochmal nachgucken, wie das aussieht, ne? So, einmal wieder raus das Ganze. So, jetzt haben wir genug rumgeplödert und jetzt kommen die Blättchen hier rein. Du mal an die Seite. Jetzt kommt erst noch mal ein bisschen Wasser rein, damit wir unten auch was drin stehen haben. Ne? Sonst bringt das ja nichts mit dem Wasserreservoir, wenn da nichts drin steht. Ne? Da sollten wir jetzt doch schon drauf achten. Noch ein bisschen noch, komm. Jawohl. So, jetzt wird es ein bisschen fummelig. Ich mal gucken, wie ich das jetzt hinbekomme. Ich nehme einfach mal ein Stückchen hier und lege das mal hier erstmal drauf. In der Regel reicht das, wenn man das so tatsächlich schon mal reinlegt und das abdeckt. Das reicht eigentlich in der Regel schon vollkommen aus. Aber ich möchte jetzt doch ein bisschen Stabilität hier reinbekommen, damit mir das gleich nicht alles umfällt hier. Man kann sie auch hinlegen, das geht auch tatsächlich von der Seite mal ein bisschen, dass mir das nicht umfällt hier. Ne? So, das sollte schon ausreichen. Ja, das reicht schon vollkommen aus. Dann nehmen wir jetzt das zweite Stückchen. Da bin ich echt mal gespannt, was da rauswächst jetzt. Ne? Aus dem Weißanteil voraussichtlich weiß wieder. Ne? Jetzt kippt er mir um, habe ich mir schon gedacht, weil wir jetzt einen kleinen Berg hier haben. Wollen wir den Berg mal ein bisschen wegmachen hier. So, so. So. Ich sag's dir, du. Ah, okay. Das kriegen wir so hin, glaube ich. Ne? So, komm. Dann nehmen wir das andere Stück. Mal gucken, ob wir das in einem Rutsch dann jetzt hinbekommen hier. Ne, der legt sich hin. Nein, jetzt kippt der wieder um. Ja, so ist das, ne? Weißt Bescheid. Oh nein, jetzt kippen sie alle um. Also in der Regel könnte man die eigentlich auch einfach nur drauflegen. Aber so auf. Ich will es trotzdem jetzt ein bisschen stabilisieren hier. Besser ist das, ne? So. Und dann nehmen wir jetzt den anderen noch. Und setzen den hier vorne rein. So, machen wir einfach ein kleines Löchlein hier, ja, so einen kleinen Graben. So, ich bin so gespannt darauf, was da draus sich entwickeln wird, ey. So, vielleicht haben wir diesmal Glück, ne? Weiß man alle nicht. Wie gesagt, die sind ja jetzt wesentlich stabiler in der Variegata-Form. Vielleicht könnte das klappen. So, dann gießen wir noch einen kleinen Schluck an hier oben drüber, damit sie nicht ganz im Trocknen liegen. Und die liegen jetzt ungefähr, ja, ich würde sagen 20 Minuten schon, fast halbe Stunde, liegen die jetzt schon hier einfach so auf dem Tisch rum. Ja, okay. Yippie-yay. Dann lassen wir uns überraschen, was da rauskommt. Das Ganze ist mega interessant, muss ich sagen. So, wenn das abgetrocknet ist, die Schnittfläche hier oben, dann decken wir das Ganze zu. Aber nur leicht drauflegen, nicht zudrücken, leicht drauflegen und dann wirklich auch jeden Tag einmal richtig lüften hier, vielleicht auch zweimal am Tag. Besser ist das, ne? Und dann warten wir ab, was daraus passiert. So, hier habe ich jetzt gerade nachgemessen, wir haben mal hier Urgesteinsmehl reingemacht, wir haben jetzt pH-Wert von 6,9. Also läuft das dann tatsächlich jetzt auch. Da sieht man schon, dass eine gewisse Zeit dauert, bis das reagiert miteinander, ne? Und dann kann man das nachmessen. So, den Kopf, den werden wir jetzt hier erstmal mit beistecken. Den hatte ich auch in Holzkohle getaucht vorher. Getunkt in dem Sinne. Ist schon interessant, ne, dass aus dem Variegata-Blatt dann grüne wieder rauswachsen. Aber wie gesagt, jetzt haben wir vielleicht ein stabileres Blatt in dem Sinne mit den Genen und vielleicht bringt das ganz andere Pflanzen wieder hervor. Spannende Geschichte. Ja, spannende Geschichte auch, dass dieser Kopf hier so extrem kräftig gewachsen ist. Ne? Das ist schon der Hammer. Also am besten ist tatsächlich, wenn sie nicht richtig wachsen, zu dünn wachsen oder wie auch immer, abschneiden Kopf, neu bewurzeln, einpflanzen und das macht man so lange, bis man halt eine stabile, richtig schöne Form hat in dem Sinne. Ne? Weil die Pflanzen wachsen aber weiter nach oben, wenn man sie wieder abschneidet und wieder weiter nach oben wachsen lässt, irgendwann geben sie was ganz anderes her tatsächlich, ne? Vom Habitus her auch dann dementsprechend. Auch das eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Die kennen wir eigentlich, diese Geschichte, von der Monstera Deliciosa. Ne? Wer sich noch daran erinnert, hat ja damals kleine Pflänzchen gehabt mit normalen Herzblättchen und irgendwann kamen die Schlitze und dann wurden die immer größer, die Blätter, und es gab mehr Schlitze und irgendwann haben wir dann tatsächlich eine Abmosung gemacht von dem Kopf. Und den Kopf haben wir wieder eingepflanzt und das haben wir jetzt so große, schicke Blätter, ne? Der Kopf wächst so weiter, ne? Der kriegt dann nicht wieder kleine Blätter oder so, sondern der wächst tatsächlich weiter. Und ähnlich wird es wahrscheinlich auch bei diesen Varianten in dem Sinne sein, ne? Wenn man kleine Pflänzchen hat, herangezogen aus dem Blatt, weil man eben keine andere Möglichkeit hat, dann, ne, lässt er erstmal wachsen. Und wenn sie gewachsen sind, schneidest du die Köpfe ab und die vermehrst du dann weiter und dementsprechend kriegst du schöne, stabile Pflanzen.
Ja, doch, das war sehr interessant heute. War gar nicht geplant. Ich wollte eigentlich nur die Monstera Variegata hier nachmessen, wegen einem Kommentar gestern. Herzlichen Dank dafür nochmal. Hätte ich auch selber drauf kommen können, mal richtig nachzugucken, ne? Und um die Efeu Tute, die Variegata, die Mutation, euch zu zeigen, wie die sich jetzt entwickelt hat in Wurzelung und euch zeigen wollte, wie wir damit weiter vorangehen, damit die Pflanze dementsprechend sich entwickeln kann. Und wenn das Auge, was, oder das ist ja kein Auge mehr, das Pflänzchen, was jetzt dort herauswächst aus der Achsel, ne, aus der Achsel, ja, dass das dann variiert weiter wächst, das wäre natürlich eine richtig coole Sache. Dementsprechend können wir dann später auch weiter vermehren. Und wenn uns das jetzt noch gelingt, die Weißanteile stabil zu bekommen, ohne dass die Pflanzen braune Blätter sich, also nicht, dass der Weißanteil braun wird, mal gucken, dass wir das auch hinbekommen. So, war doch recht spannend, muss ich sagen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ne? Weiß Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Und herzlichen Dank für deine und auch für eure Unterstützung jeglicher Art. Ne? Das ist nämlich eine richtig coole Sache, dass das so schön hier im Kanal funktioniert mit meinen Zuschauern. Das finde ich richtig klasse. Okay, ich versuche mir auch Mühe zu geben, alles fortlaufend euch zeigen zu können, wie es sich entwickelt. Und ich muss sagen, das ist echt. Ach, jetzt habe ich es vergessen. Noch was. So, die beiden Schätzchen stehen jetzt hier im Zimmer unter Zusatzbeleuchtung. Die Mutter bleibt hier drin. Das neue Köpfchen, was wir hier vermehrt haben, also im Prinzip bewurzelt und eingepflanzt haben, das kommt jetzt zu der Pflanze mit ins Badezimmer, um zu gucken, wie die Pflanze sich dann im Verhältnis zu der anderen dementsprechend entwickelt. Vielleicht gelingt es uns ja auch, dass sie genauso kräftig wächst wie diese. Vielleicht einfach nur bedingt durch den Standort. Okay, so, das war jetzt aber echt heftig viel für mich jetzt. Aber ist gut. Ich war richtig flott heute, muss ich sagen. Wir haben jetzt erst kurz nach 12, Viertel nach 12. So, jetzt halte ich das Ding in der Hand. Super, perfekt. Kurz nach 12. Das heißt, ich bin richtig gut fertig heute, im wahrsten Sinne des Wortes, und kann dann dementsprechend schnell ins Bett gleich, wenn ich hier fertig bin. Pflanzen kümmern brauche ich mich heute nicht, nur einmal durchgucken, so bei den Kleinigkeiten, bei den kleineren, wo man dann öfter nachgucken muss. Ne? Ansonsten habe ich heute so ein bisschen weniger und von daher kann ich gleich ins Bett gehen. Ah, das ist schon genial. Ne? Okay, wie gesagt, wenn uns das jetzt noch gelingen sollte, den Weißanteil stabil zu bekommen, ich hoffe, dass es uns nur durch das Urgesteinsmehl gelingt. Aber das ist ein Experiment, das langfristig ist, das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Das wird sich nicht nächste Woche schon zeigen oder nächsten Monat. Das kann ein halbes Jahr und länger dauern. Von daher dürfen wir auch nicht zu viele Faktoren verändern, wie wir wissen, ne? Weil sonst wissen wir später gar nicht, warum es uns gelungen ist, wenn es uns denn gelingt. Ne? Ganz klarer Fall. Okay, yippie, yay, es geht morgen auf jeden Fall weiter.